thank you Ich erzählte Fiala, wie es war, ich zu sein, ich auf dem langen Ritt in die Berge. Begreifst du, was für ein Abenteuer es für mich ist? Bedenk doch, dass ich daheim fast ständig auf der Schlafbank gelegen habe. Und glaub ja nicht, dass ich Jonathan auch nur eine Minute vergesse. Denn sonst würde ich jubeln, dass es von den Bergen wieder halt. So herrlich ist es hier. Ja, es war herrlich. Jonathan hätte mich verstanden. Was für Berge, das es so hohe überhaupt geben konnte, und mitten darin die vielen klaren kleinen Seen und rauschenden Bäche und Wasserfälle und Wiesen voller Frühlingsblumen. Und ich, Krümel, saß auf meinem Pferd und sah das alles. Dass es so schön auf der Welt sein konnte, hatte ich nicht gewusst. Und mir wurde ganz taumelig. Zuerst, denn allmählich wurde es anders. Ich hatte einen schmalen Reitpfad entdeckt. Es musste der Pfad sein, von dem Jonathan gesprochen hatte. Er führte in Windungen und Krümmungen über die Berge ins Heckenrosental, hatte er gesagt. Und Windungen und Krümmungen gab es wahrhaftig genug. Nach einiger Zeit hatte ich die Blumenwiesen hinter mir gelassen. Die Berge wurden wilder und bedrohlicher, der Pfad immer tückischer. Bald führte er steil aufwärts, bald fiel er jäh ab, manchmal schlängelte er sich auf schmalen Felsvorsprüngen an gewaltigen Tiefen vorbei, so daß ich dachte, das kann niemals gut gehen. Doch Fiala schien mit gefährlichen Bergpfaden vertraut zu sein. Ja, Fiala war fabelhaft. Gegen Abend waren wir müde, ich und mein Pferd, und ich schlug ein Lager auf für die Nacht. Auf einem kleinen grünen Fleckchen, wo Fiala weiden konnte, und dicht an einem Bach, aus dem wir beide trinken konnten. Und dann machte ich mir ein Lagerfeuer. Mein Leben lang hatte ich mir gewünscht, an einem Lagerfeuer zu sitzen. Jonathan hatte mir immer erzählt, wie herrlich es sei. Und nun endlich. Jetzt Krömel, jetzt endlich erlebst du es, sagte ich laut zu mir selbst. Und ich schichtete Reisig und dürre Zweige zu einem großen Haufen auf und entzündete ein prasselndes Lagerfeuer, und die Funken stoben nur so umher, und ich saß daneben, und es war genau so, wie Jonathan es mir erzählt hatte. Genauso herrlich war es, dort zu hocken, ins Feuer zu blicken, mein Brot zu essen und an meine Hammelkeule zu nagen. Sie schmeckte köstlich, und ich wünschte nur, jemand anders als dieser Hubert hätte sie mir geschenkt. Mir war so froh zumute, und in meiner Einsamkeit sang ich ein bisschen vor mich hin. Mein Brot und mein Feuer und mein Pferd. Mein Brot und mein Feuer und mein Pferd. Etwas anderes fiel mir nicht ein. Lange saß ich so da und dachte an alle Lagerfeuer, die seit Urzeiten in der Wildnis überall auf der Welt gebrannt hatten und die nun längst erloschen waren. Aber meins brannte hier und jetzt. Um mich herum wurde es dunkel. Die Berge wurden so schwarz, och wie finster sie wurden und wie schnell es ging. Mir wurde unbehaglich bei all dieser Finsternis. Wie leicht konnte mich jemand überfallen? Im Übrigen war es Schlafenszeit, also schürte ich das Feuer gründlich, sagte Fiala Gute Nacht und wickelte mich dicht neben dem Feuer in die Wolldecke. Ich wünschte mir nur eins, sofort einzuschlafen, noch bevor ich anfing, mich zu fürchten. Ja, Puste Kuchen und wie ich mich fürchtete ich kenne keinen der sich so schnell fürchtet wie ich mich die gedanken kreisten in meinem kopf herum sicherlich lauerte mir dort in der finsternis jemand auf sicherlich wimmelte es hier in den bergen von tengels kundschaftern und soldaten sicherlich war jonathan schon längst tot all diese gedanken drehten sich in meinem kopf herum und ich konnte nicht einschlafen mit einem mal ging der mond hinter einem berggipfel auf Vielleicht war es gar nicht der Mond, den ich kannte, aber er sah genauso aus und erschien so, wie ich es noch nie erlebt hatte. Aber ich hatte ja auch noch nie Mondschein im Gebirge erlebt. Alles war wie verwunschen. Ich war in einer sonderbaren Welt, die nur aus Silber und schwarzen Schatten bestand. Schön war es wohl, aber zugleich auch seltsam traurig und unheimlich. Wo der Mond hinschien, war es zwar hell, aber in den Schatten konnten Gefahren lauern. Ich zog mir die Wolldecke über die Augen, um nichts mehr zu sehen. Doch stattdessen hörte ich jetzt etwas. Ja, ich hörte etwas. Ein Heulen fern in den Bergen. Und dann näher. Fiala wieherte, er fürchtete sich. Und da begriff ich, was es war. Es war Wolfsgeheul. Wer so viel Angst hat wie ich, hätte vor Schreck beinahe sterben können. Aber als ich sah, wie Fiala sich fürchtete, versuchte ich Mut zu fassen. Fiala. Wölfe fürchten sich vor dem Feuer, weißt du das nicht? sagte ich, glaubte aber selber nicht recht daran, und die Wölfe hatten wohl auch noch nie davon gehört. Denn jetzt sah ich sie. Sie kamen näher, unheimliche, graue Schemen, die im Mondschein heranschlichen und vor Hunger heulten. Da heulte auch ich auf. Ich schrie, als ob ich am Spieß steckte. Nie zuvor habe ich so gellend geschrien, und mein Schreien verscheuchte die Wölfe. Aber nicht für lange. Bald kamen sie wieder, diesmal noch näher. Ihr Geheul machte Fiala rasen vor Angst. Und mich auch. Ich wusste, jetzt mussten wir sterben, wir beide. Für mich war es ja im Grunde nichts Neues, ich war ja schon einmal gestorben. Aber damals wollte ich sterben, damals sehnte ich mich danach und jetzt wollte ich es nicht. Jetzt wollte ich leben und bei Jonathan sein. O oh, Jonathan, könntest du mir doch helfen. Jetzt waren sie schon ganz nah, die Wölfe. Einer war größer als die übrigen und frecher. Er war wohl der Leitwolf. Er würde sich auf mich stürzen, das spürte ich. Er umkreiste mich und heulte, heulte, dass mir das Blut in den Adern gefror. Ich warf einen brennenden Ast nach ihm und schrie dabei laut, doch das reizte ihn nur noch mehr. Ich sah seinen Rachen und seine schrecklichen Zähne, die mir an die Kehle wollten. Jetzt, Jonathan, Hilfe, jetzt setzt er zum Sprung an. Doch da. Was war das? Mitten im Sprung jaulte er auf und fiel zu meinen Füßen nieder. Tot, Mause tot, und in seinem Kopf steckte ein Pfeil. Von welchem Bogen stammte dieser Pfeil? Wer hatte mir das Leben gerettet? Aus dem Schatten hinter einer Felswand trat eine Gestalt hervor. Hubert. Er stand dort mit seinem hämischen Grinsen, und doch wäre ich am liebsten auf ihn zugestürzt und hätte ihn umarmt, so sehr freute ich mich, ihn zu sehen. Zuerst, nur im allerersten Augenblick. Ich bin wohl gerade zur rechten Zeit gekommen, sagte er. Ja, das bist du wirklich, sagte ich. Warum bist du denn nicht zu Hause auf dem Reiterhof? fragte er. Was hast du hier mitten in der Nacht zu suchen? Und du selber, dachte ich, denn jetzt fiel mir wieder ein, wer er war. Welch heimtückischen Verrat planst du hier nachts in den Bergen? Oh, weshalb musste ein Verräter mein Retter sein? Weshalb musste ich ausgerechnet Hubert dankbar sein, nicht nur für die Hammelfiedel, sondern sogar für mein Leben? Was hast du selber hier mitten in der Nacht zu suchen?", fragte ich mürrisch. Wölfe schießen, das hast du ja wohl gemerkt, antwortete Hubert. Übrigens habe ich dich heute Morgen losreiten sehen, und da dachte ich mir, es wäre gut aufzupassen, damit dir nichts zustößt. Deshalb bin ich dir nachgeritten. Ja, lüge nur, dachte ich. Früher oder später kriegst du es mit Sophia zu tun, dann kann man dich nur noch bedauern. Wo steckt denn Jonathan? Fragte Hubert. Wer auf der Wolfsjagd ist, sollte eigentlich hier sein und einige erschießen. Ich blickte umher. Die Wölfe waren verschwunden. Sie hatten es wohl mit der Angst gekriegt, als der Leitwolf tot niedergefallen war. Und vielleicht trauerten sie um ihn, denn in der Ferne hörte ich klagendes Geheul. Na, wo steckt Jonathan? fragte Hubert beharrlich, und da blieb mir nichts anderes übrig, als gleichfalls zu lügen. Er kommt gleich wieder. Er verfolgt gerade ein Wolfsrudel, sagte ich und wies zu den Bergen hinauf. Hubert grinste. Er glaubte mir nicht. Das sah ich ihm an. Willst du nicht doch lieber mit mir ins Kirschtal zurückkommen? fragte er. Nein, ich muss auf Jonathan warten antwortete ich. Er muß jeden Augenblick wieder hier sein. Aha, sagte Hubert. Aha, wiederholte er und sah mich dabei ganz merkwürdig an. Und dann, dann zog er das Messer aus seinem Gürtel. Ich schrie leise auf. Was hatte er vor? Wie er dort mit dem Messer in der Hand vor mir im Mondschein stand, jagte er mir größeres Entsetzen ein als alle Wölfe in den Bergen. Er will meinen Tod, fuhr es mir durch den Kopf. Er weiß, dass ich weiß, dass er der Verräter ist, und deshalb ist er mir nachgeritten und will mich jetzt töten. Ich begann, am ganzen Körper zu zittern. Tu's nicht, schrie ich. Tu's nicht! Tu was nicht? fragte Hubert. Töte mich nicht, schrie ich. Da wurde Hubert ganz blass vor Zorn. Mit einem Satz war er bei mir so nahe, daß ich vor Schrecken fast hinten übergefallen wäre. Du kleiner Lümmel! Was sagst du da? Er packte mich bei den Haaren und schüttelte mich. Du Schafskopf! sagte er. Hätte ich dich tot sehen wollen, hätte ich dich dem Wolf überlassen können. Er hielt mir das Messer unter die Nase. Es war ein scharfes Messer, das sah ich. Damit ziehe ich den Wölfen das Fell vom Leibe, sagte er. Dazu brauche ich es und nicht, um kleine, dumme Bengels tot zu stechen. Er gab mir einen Tritt in den Hintern, daß ich von überstolperte. Und dann machte er sich daran, den Wolf zu häuten, und die ganze Zeit über fluchte er vor sich hin. Ich aber stieg, so schnell ich konnte, auf Fiala, denn ich wollte nichts als fort von hier. Oh, wie ich mir wünschte, von hier fortzukommen. Wo willst du hin? schrie Hubert. Ich reite Jonathan entgegen, sagte ich und hörte selber, wie verängstigt und jämmerlich es klang. Ha, tu das nur, du Schafskopf, rief Hubert. Bring dich um, bitteschön. Ich werde dich nicht mehr davon abhalten. Aber da preschte ich schon in vollem Galopp davon und Hubert konnte mir egal sein. Vor mir im Mondschein wand sich der Pfad höher in die Berge empor. Ein mildes Mondlicht schien, ganz klar war es, beinahe wie Tageslicht, so daß man alles erkennen konnte. Was für ein Glück! Sonst wäre ich verloren gewesen, denn hier gab es Steilhänge und Abgründe, das einem schwindelte vor so viel schrecklicher Schönheit. Es war, als reite man in einem Traum. Ja, diese ganze Mondscheinlandschaft kann es nur in einem schönen und wilden Traum geben, dachte ich und sagte zu Fiala, Wer glaubst du, träumt dies wohl? Ich jedenfalls nicht. Es muss jemand anders sein, der sich etwas so übernatürlich Schreckliches und Schönes zusammengeträumt hat. Vielleicht Gott? Aber bald war ich so matt und müde, dass ich mich kaum noch im Sattel halten konnte. Irgendwo musste ich während der Nacht ausruhen. Am liebsten dort, wo es keine Wölfe gibt, sagte ich zu Fiala, und das schien auch seine Meinung zu sein. Wer war eigentlich diese Bergpfade als erster gegangen und hatte zwischen den Tälern von Angiala den Weg gebahnt? Wer hatte sich ausgedacht, wie dieser Pfad ins Heckenrosental verlaufen sollte? musste sich dieser Steig wirklich auf so schmalen und winzigen Feldvorsprüngen an so furchtbaren Abgründen entlang winden. Mir war klar, dass wenn Fiala auch nur einmal daneben trat, wir beide in die Tiefe stürzen würden und niemand je erfahren würde, was aus Karl Löwenherz und seinem Pferd geworden war. Es wurde immer schlimmer, Schließlich wagte ich nicht einmal, die Augen offen zu halten, denn sollten wir abstürzen, wollte ich es wenigstens nicht sehen. Doch Fiala trat nicht daneben. Er schaffte es, und als ich endlich wieder aufzublicken wagte, waren wir auf einer kleinen Lichtung angelangt. Eine hübsche kleine Waldwiese mit himmelhohen Bergen auf der einen und abgrundtiefen Schluchten auf der anderen Seite. Hier ist ein Plätzchen für uns, Fiala, sagte ich. Hier sind wir vor den Wölfen sicher. Und dies stimmte. Kein Wolf konnte von den Bergen herabgeklettert kommen, sie waren zu hoch. Und kein Wolf konnte aus der Tiefe emporklettern, die Felswände waren zu steil. Wollte er es dennoch versuchen, dann musste er sich schon an den Abgründen entlang auf diesem schmalen, jämmerlichen Pfad seinen Weg suchen. Aber so schlau sind Wölfe wohl nicht. Jedenfalls beschloss ich, dies zu glauben. Und dann entdeckte ich etwas wirklich Gutes. Eine tiefe Kluft führte geradewegs in den Berg hinein. Fast hätte man es eine Höhle nennen können, denn große Felsblöcke lagen wie ein Dach darüber. In dieser Grotte würden wir getrost schlafen können und hatten ein Dach über dem Kopf. Jemand hatte vor mir auf dieser Lichtung gerastet. Die Asche eines Lagerfeuers lag noch da. Ich bekam fast Lust, mir auch ein Feuer zu machen. Aber ich war zu müde. Jetzt wollte ich nichts als schlafen. Ich nahm Fiala am Zügel und führte ihn in die Höhle. Es war eine tiefe Höhle und ich sagte zu Fiala, hier ist Platz für 15 Pferde. Er wieherte leise. Vielleicht sehnte er sich nach seinem Stall. Ich bat ihn um Entschuldigung für alle Strapazen, die ich ihm zugemutet hatte, gab ihm Hafer, klopfte ihm den Hals und sagte ihm zum zweiten Mal gute Nacht. Dann wickelte ich mich in der dunkelsten Ecke der Höhle in meine Wolldecke und ehe ich mich auch nur ein bisschen fürchten konnte, schlief ich ein. Ich geschlafen hatte, weiß ich nicht. Doch plötzlich fuhr ich aus dem Schlaf auf und war hellwach. Ich hörte Stimmen und ich hörte vor meiner Höhle Pferde wiehern. Sofort überfiel mich wieder das große, wilde Entsetzen. Vielleicht waren die, die dort draußen sprachen, schlimmer als Wölfe. Wer konnte es wissen? Treibt die Pferde in die Höhle, dann haben wir hier mehr Platz hörte ich eine Stimme sagen, und gleich darauf kamen zwei Pferde zu mir hereingetrottet. Als sie Fiala bemerkten, wieherten sie, und auch Fiala wiehrte, doch dann verstummten sie, vielleicht freundeten sich die drei dort in der Dunkelheit an. Von den Männern draußen schien keiner gemerkt zu haben, dass auch ein fremdes Pferd gewiehrt hatte, sie redeten seelenruhig weiter. Warum waren sie hierher gekommen? Und wer waren sie? Was hatten sie nachts hier oben in den Bergen zu suchen? Ich musste es herausfinden. Dabei klapperten mir die Zähne vor Angst und ich wünschte mich tausend Meilen weit fort. Aber nun war ich einmal hier und ganz in der Nähe befanden sich Menschen, die Freunde sein konnten, aber ebenso gut auch Feinde. Und trotz aller Angst musste ich herausbekommen, ob sie das eine oder das andere waren. Also legte ich mich platt auf den Bauch und robbte vorwärts, auf die Stimmen zu. Der Mond stand jetzt vor der Höhlenöffnung und ein Lichtstreifen fiel genau in mein Versteck, aber ich hielt mich seitlich davon im Dunkeln und kroch sachte, sachte näher an die Stimmen heran. Die Männer saßen im Mondschein und waren gerade dabei, Feuer zu machen. Zwei Männer mit groben Zügen und schwarzen Helmen auf dem Kopf. Zum ersten Mal sah ich Tengils Kundschafter und Soldaten, und glaubt mir, ich wusste, wen ich vor mir hatte. Es gab keinen Zweifel. Dies waren zwei der Grausamen, die mit Tengil ausgezogen waren, um Nangialas grüne Täler zu verwüsten. Ihnen wollte ich nicht in die Hände fallen, lieber sollte mich der Wolf holen. Ich war ihnen in meiner Dunkelheit so nahe, dass ich jedes Wort verstand. Obwohl sie miteinander flüsterten. Sie schienen auf jemanden zornig zu sein, denn der eine sagte, Wenn er auch diesmal nicht pünktlich kommt, schneide ich ihm die Ohren ab. Und da sagte der andere, Ja, er hat noch allerlei zu lernen. Hier sitzen wir Nacht für Nacht und warten vergeblich. Und was tut er schon Großes? Brieftauben schießen, schön und gut, aber Tengil verlangt mehr als nur das. Er will Sophia in der Katlerhöhle sehen. Bringt der Kerl das nicht zu Wege, dann möchte ich nicht in seiner Haut stecken. Da begriff ich, von welchem Kerl sie sprachen und auf wen sie warteten. Hubert war es. Wartet ab, bis er seinen Wolf gehäutet hat. Dann kommt er, bestimmt. Dann taucht der Kerl, der euch Sophia ausliefern soll, da hinten auf dem Pfad auf. Ich brannte vor Scham. Welche Schande, dass wir im Kirschtal einen Verräter hatten! Und doch wünschte ich mir, ihn kommen zu sehen. Ja, denn dann hätte ich endlich einen Beweis gehabt. Bisher war es ja nur ein Verdacht, aber jetzt würde ich den Beweis bekommen und dann könnte ich zu Sophia sagen: Sorge dafür, dass dieser Hubert verschwindet, denn sonst ist es bald aus mit dir und uns und im ganzen Kirschtal. Warten ist unheimlich, wenn man auf etwas Unheimliches wartet, und ein Verräter ist etwas Unheimliches, und ich spürte es so stark, dass es mir in den Gliedern kribbelte, während ich dort lag. Ich hatte fast keine Angst mehr vor den beiden Männern am Lagerfeuer, weil ich wußte, dass ich dort, wo sich der Pfad um die Felswand schlängelte, gleich einen Verräter auf seinem Pferd erblicken würde. Mir grauste davor. Und trotzdem starrte ich mit brennenden Augen dorthin, wo er auftauchen musste. Die beiden am Lagerfeuer starrten in die gleiche Richtung. Auch sie wussten, von wo er kommen musste. Doch keiner von uns wusste, wann. Wir warteten, sie an ihrem Feuer und ich platt auf dem Bauch in meiner Höhle. Der Mond war zwar an der Höhlenöffnung vorbeigewandert, aber die Zeit war wohl stehen geblieben. Nichts geschah. Wir warteten nur. So lange, dass ich am liebsten aufgesprungen wäre und geschrien hätte, um dieser Warterei ein Ende zu machen, denn mir schien, als warte alles, der Mond und die Berge ringsum. Es war, als halte die ganze unheimliche Mondschein nach den Atem an und wartete auf den Verräter. Und dann kam er. Weit hinten auf dem Pfad, Mitten im klaren Mondschein näherte sich ein Mann zu Pferde. Ja, jetzt sah ich ihn genau dort, wo ich wusste, dass er auftauchen würde. Und mich überlief eine Gänsehaut bei seinem Anblick. Hubert, dachte ich, wie kannst du das tun? Die Augen brannten mir, ich musste sie schließen. Vielleicht tat ich es auch nur, um nichts sehen zu müssen. So lange hatte ich auf diesen Schurken gewartet, und als er endlich kam, konnte ich es nicht über mich bringen, ihm ins Gesicht zu sehen. Darum machte ich die Augen zu und hörte nur am dumpfen Aufschlag der Hufe, wie er näher kam. Schließlich war er auf der Lichtung angelangt und hielt das Pferd an. Und da öffnete ich die Augen. Denn ich mußte doch sehen, wie ein Verräter aussieht wenn er seine eigenen Leute verrät. Ja, ich wollte mit ansehen, wie Hubert das Kirschtal und alle, die dort lebten, verriet. Aber es war nicht Hubert. Jossi war es. Der Goldhahn.